Ein Held, ein Held, noch Kriegerherzenflammen. Fühlbar, das Drachenblut naht. Ein kleiner Spaß am Rande des Schicksals, nein, am Rande ein kleiner Spaß. Natürlich ist es nicht Nerim, es war Dragonborn. Ein kleiner Ausschnitt aus einem Drachenblutlied von Dovahkiin Nosfallin. Tja, also, wie ihr im letzten Part gesehen habt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ein neuer Part ist, weil ich noch nicht weiß, wie ich es schneiden werde, ging es darum, dass wir Seife besorgen, damit der Dingens seine Mine seinen Helm abnehmen kann. Und darum werden wir uns jetzt in der Aufnahme kümmern. So, das heißt, wir müssen einmal hier unten am Händler vorbei, und zwar in Richtung der Wachposten. Zack, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich, nein, das auch nicht, wollte die Waffe wegstecken. So, hier unten muss, oh, leicht zu knacken, hier unten muss irgendwas Seife sein. Moment. Gehen wir am besten mal einen Questlog rein. Aufgaben, 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 Aufgaben. Nein, nein. Okay, das war fail. Fail, Doppelfail. Das ist die Karte. Ah, hier wollte ich hin. Karik-Sam-Problem. Wir könnten es mit Seife probieren. Da die Wachsoldaten am Tor über alle waren, die hier im Lager wären, Bescheid wissen, soll ich bei denen nachfragen. So, das machen wir auch jetzt Was mal. wollt ihr denn schon wieder? Seife, Digga. Seife, was? Geht Auf es euch jeden. noch gut? Wir werden Ja. belagert, verdammt! Und ihr fragt nach Seife! Verschwindet! Dann lass die Belagerung Die niederschlagen. Seife ist hier oben! Aber glaubt nicht, dass ich diese Magier auch nur eine Sekunde aus den Augen lasse, nur damit ihr euch waschen könnt! Verschwindet! Kein Quest wurde aktualisiert. Auf dem Wall befindet sich tatsächlich Seife, aber die Soldaten wollen sie nicht rauswirken, solange die Magier eine Bedrohung darstellen. Auf der anderen Seite jedoch könnten diese Magier von Nutzen sein. Vielleicht gelingt es mir, sie zu reizen, sodass sie im Wall beschießen und die Seife nach unten fällt. Das hört sich doch gut an. Dazu brauchen wir aber einen Bogen. Das heißt, wir müssen mal ins Menü gehen, legen uns mal den Bogen an und schießen einfach mal auf die Magier. Das könnte funktionieren. Okay, ich sehe, das könnte nicht funktionieren. Okay, Kollege Angst. Ich hatte keine Pfeile ausgewählt. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Mist! Volle Deckung! Sie Haha, schießen die lol. Feuerwellen! Der Trick hat also tatsächlich funktioniert. Einer der uralten Tricks überhaupt. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich habe einige der auf dem Boden liegenden Seifenstücke eingesammelt. Das sollte reichen, um Karik zu helfen. Ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir direkt nach oben, beziehungsweise gehen wir nicht in die Mine zurück. Wir sammeln die restlichen Seifenstücke auch ein, weil die geben 3 Gold pro Stück. Selbst wenn wir sie selbst nicht nutzen, um uns zu waschen, XD, dann können wir sie sehr wertvoll zu Geld machen. So, jetzt müssen wir immer schön schauen, im Händler können wir nicht einfach die Tränke da wegklauen, wollte ich nämlich erst. Aber der wird uns dann angreifen. Schön Pilz eingesammelt. So ein Kerzchen. So, da wollen wir mal gucken, ob er jetzt seinen Helm mit der Seife runter kriegt, der Digga. Müsste eigentlich funktionieren. Aber wir schauen einfach mal. Karik! Moin! Habt ihr etwas gefunden, das mir helfen kann? Ein bisschen Gleitmittel aus, sonst alles. Ihr habt Seife. Gebt her, schnell. Was für eine geniale Idee. Ah, das ist gut. Es wird klappen. Vor allem, Ich ah. werde diesen Helm gleich abbekommen. Ach du Scheiße, wir sind richtig müde. Ah, es hat geklappt. Ach, bloß weg mit diesem Helm. Denke, ihr verdient eine Belohnung. Hallo Seht her, was Schönling. in der Vorderseite des Helms eingelassen war. Ich schenke es euch.
Was will ich auch mit so einem roten Stein? Verkaufen, Digga. Ihr habt sie immer einen magischen Edelstein erhalten. Diesen könnt ihr benutzen, um eure Gegenstände magische Eigenschaften zu verleihen. Ja, dann. Dankeschön. Was denn? Ihr wollt immer noch weiterarbeiten? Na, eure Tatkraft möchte ich haben. Keine Ahnung. Ihr könntet ja mal beim Tor vorbeischauen und mit Morten reden. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir auch jetzt. Ah, wir können wieder ein Level aufsteigen, sehe ich gerade. Haben wieder ein Level abbekommen. Aber ich wollte mir eigentlich den oberen Mineneingang nochmal angucken. Weil ich irgendwie der Meinung bin, dass wir da noch irgendwie was drehen können. Ich könnte mal schauen, wie weit der Kollege springen kann. Hallo, Heinrich. Der ja. Ach, Soldat Morten. Was wollt ihr denn schon wieder? Es hat ja nicht so ungehobelt. Was zu tun? Ihr wollt mir helfen? Ich bräuchte eine Verstärkung für das Tor. Sicherlich findet sich etwas oben in der Mine. Aber erwartet keinen Lohn. Ich schütze schließlich euer Leben. Das muss ausreichen. Mit dem Schlüssel hier kommt ihr in die obere Mine. Sucht dort nach etwas, was das Tor stützen kann und kehrt dann zu mir zurück. Aber passt auf, diese Mine ist seit einigen Wochen nicht mehr betreten worden. Was ist denn da Monster? Wer weiß, was dort alles haust. Ganz ehrlich, finde ich gut. Belagerung der Hexe. Minenschlüssel halten, aber wir machen erstmal das Level ab. Level aufsteigen. So, das ist schon mal sehr schön. Schnelligkeit einen Punkt. Konstitution und ich glaube Stärke noch. So. Nice. Ja, dann begeben wir uns mal zum oberen Mineneingang. Das müsste ja dann hier das sein. Ach, das habe ich gestern schon geblendet, hier das Zeugs. Glaube ich. Ja, das habe ich in der alten Aufnahme geblendet. Oberer Mineneingang. Oh, schöne Feigküche. Was ist da bei Eulen hier? So. Ich glaube, ich bin schon mal hier über diese Wasserrinne. Bin ich schon mal drüber gesprintet auf die andere Seite des Waldes. Können wir gerne nochmal versuchen zusammen. Ja, das Schloss ist unmöglich zu knacken. Nur mit dem richtigen Schlüssel geht das. Den haben wir ja von Dings bekommen. Von Morten, vom Wachsoldat. So, mal schauen, da ist ein bescheuerlicher Monster, jede Wette. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Beziehungsweise ich habe mir gestern 50 Stück gegönnt. Spinnen. Okay, wir werden wechseln auf Feuer. Spinnen verkugelt man am besten mit Feuer. Aber wir werden es erstmal mit schlechten Stichwaffen zu finden geben müssen. Team. So, das war eine einfache Spinne, auch relativ einfach zu erlegen. Spinnengift 0,2 Gewicht, gibt natürlich viel Gold. Was sollte man das mitnehmen? 5 Gold ist schon eine Menge, wie ich finde. So, wir sollen ja hier was suchen, da müssen wir mal gucken. Da links von uns ist eine Spinne. Boah, zwei sogar. Also wie gesagt, da wo das Fadenkreuz hin zeigt, da schlägt man auch am meisten am schärfsten zu. So, schnell mal heilen. Und die nächste Spinne. Zack, zack, zack. Go, go. Au, 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 au. Beiß mich doch nicht, du Opfer. Ah, ich bin dumm. So. Und die nächsten zwei Kollegas da. Einmal Seide, einmal Seife. So, dann wollen wir mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Das Licht ins Dunkle bringen. Jetzt hinter der Krug. Nein. Lass mal. Wir brauchen was, um das Tor zu verstärken. Ah. Indischer Hammer. Na, das
Spitzhacke. Ich jetzt nicht alles komplett durchlesen, was man da machen kann. Boah, lass mich auch schocken. Okay. Fähigkeit hat sich verbessert. Ja, was soll ich denn jetzt hier finden? Womit soll man denn das Tor stützen können? Was zur Hölle? Stoff? Gib mir Stoff, gib mir Stoff. Belagerung der Hexe. Ich fand zwei stabil aussehende Schaufeln, die sollten das Tor zusätzlich stützen können. Okay. War das so einfach? Na gut. Eure Ethik hat sich verbessert. Ich zauber manchmal ab und zu mal ein bisschen, weil da verbessert sich das Zaubern. Zack. Mana regeneriert sich auf ihn selbst wieder, von daher passt es. Zu wenig Mana, Mana. Wie gesagt, wir können das gerne mal probieren. Ich kann es gerade mal zeigen. So kann man hier über die Rinnen drüber laufen, wenn man dann weiß wie. Das muss ich hier umstellen, wie ich gerade. Jetzt mal gucken, wie man sich guckt. Ich würde auch vorher mal speichern. Ja, please einen Autosave. Einen Überspeicherungsplatz. So, ihr könnt euch gleich mal den wunderschönen Wasserlauf angucken. Ne, der ist da oben irgendwo. Das ist ein Wasserfall. Ah, vielleicht schaffen wir es heute auch noch in dem Part ein Bootchen zu fahren. Mal schauen. Ich gebe mir Mühe. Ah, hier vorne ist der Händler. Was ich schon mal versucht habe, ist beim ersten Mal durchzacken. Bin ich schon mal hier vorne von der Wasserrinne runtergesprungen, wollte zu dem Tor dahin hüpfen. Hab gedacht, man könnte den Morten so überlisten. Könnte jetzt hier rüber schwingen, dann ist man bei den Magiern aus. Klappt leider nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie die Magier angreifen. So viel zu dem Thema. Ja, go, go, go. Ich kann ja nicht alles alleine machen, Morten. Lol. Autsch, autsch, autsch. Autsch, sorry, Digga. Oh Gott, jetzt greift er mich an. Lager und Hexe, wir haben den Angriff verstanden. Ich kann mich jetzt auf die Abtei machen. Reise zur Abtei. Nachdem der Minenwall wieder offen ist, habe ich jetzt endlich die Möglichkeit zur Abtei zu reisen. Vielleicht sollte ich mich aber vorher noch bei Porim in der Mine vorbeischauen. Okay. Das war nicht wieso, aber können wir gerne machen. Lol, wie ich gerade getötet wurde. Ja, das hasse ich ein bisschen. Der war jetzt aggressive, weil ich ihn einmal am Bogen angeschossen habe. Müssen wir das Stückchen einfach nochmal neu machen. Weiß ich ja schon mal, dass die Magier angreifen. Kann mir schon mal direkt einen Bogen crappen. Das heißt, wir müssen danach noch mal zur Mine zurück. Müssen nicht, aber kann man machen. Die Magier kommen. Lichtgeborene auch. Noch Magier genannt. Nein, falsch. Das sind allesamt nicht mehr als besonders mächtige Magier, auch Lichtgeborene genannt. Nur ein Kind der Magie kann Schatten und Licht wieder ein. So sollen alle Kinder der Magie des Todes sein. Sie kommen durch, geht in Deckung! Autsch, autsch, autsch! Wo ist Verstärkung? Ich will auch einen von den Magiern töten. Ich habe einen von den Wachen getroffen. Du Scheiße. Sorry.
Da liegt einer von den Wachsoldaten tot auf dem Boden. Ich würde ihn gern plündern. Wir haben überlebt und die Mine ist jetzt wieder sicher. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ein bisschen spät, nicht wahr? Aber ihr habt's ja wenigstens versucht. Dankeschön. Ungeziefer.